Willkommen zurück bei Black Myth Wukong. Ja, wir haben direkt mal. Das ist echt mies, wenn du direkt damit anfängst. Das war nicht meine Absicht. Scheiße. Warum wirkt gerade alles lauter bei mir? Ich hab gerade irgendwie mein Headset verstellt. Lalalalalalala. Das war sehr unschön. Jetzt explodieren die, ne? Ja. Jetzt kommen sie und explodieren. Okay, allen konnte ich nicht ausweichen. Okay. Er ist aber fertig. Oh, okay. Das hat viel zu wenig Schaden gemacht. Ich kann ihn auch nicht anvisieren. Ich kann ihn also auch nicht stunnen oder so. Das heilt mich auch. Also, ich muss einfach nur versuchen, versuchen, dass er sich nicht heilt. So was hier möglich ist. Keine Ausdauer. Und Combo. Aufpassen. Das wirst du nicht. Doppelschlag. Vorsicht mit der Ausdauer und Vorsicht mit den Scheißern, die mich hier alle. Oh Gott, das ist ganz schlecht. Jetzt macht er endlich gleich ein Kamehameha. Das hat mich witzigerweise nicht getroffen, weil ich ausgewichen bin. Sieg über Yao Guai König, ältester Yinshi und mein Gott, ich habe mich gerade echt gut geschlagen, glaube ich. Ach so, weil jetzt die zweite Phase kommt? Nein, okay, ich hoffe nicht. 270 years spent. Kasai is collected by the hundreds. Still one short without his. Oh. Oh, stop, stop, stop. Leave it! Just leave it! Stop the fire! Okay. Puh, ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, haben wir überhaupt getrunken? Ach, jetzt komme ich automatisch hier wieder raus, oder was? Das war's jetzt. Ich kann was untersuchen. Feuerfester Umhang, Gefäße. Lass alles andere verbrennen. Mich kümmert nur mein Meister. Gib ihn mir schnell. Gefäße? The fireproof mantle. The great sage borrowed it from Virapaksa. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is his end. A tragedy prologued by a single glance. It's getting late. Let's hurry up the mountain. Ich habe noch eine neue Fähigkeit bekommen, die ich mit noch einer neuen Tastenkombination ausführen kann. Nämlich jetzt mit RT und den linken Stick reindrücken.
Und gerade kann ich es nicht benutzen, weil es nicht aufgeladen ist. What the fuck? Hier, da haben wir es. Vollfester Umhang. Bei vollem Key RTL drücken, um Gefäß zu benutzen. Du kannst auf deiner Reise versteckte Gefäße, die deine Vorgänger hinterlassen haben, finden. Jedes von ihnen verfügt über einzigartige Fähigkeiten. Um es zu benutzen, wird Key verbraucht, das durch Treffer von auf Gegner wiedergewonnen werden kann. So, Aktivierungseffekt. Gewährt nach der Aktivierung für kurze Zeit Immunität gegen Brand und erhöht allmählich den Fokus. Das heißt, mein Fokus wird automatisch aufgeladen und ich bin immun gegen Feuer. Äußerst effektiv in bestimmten Umgebungen und gegen bestimmte Gegner. AT und L. Erhöht die Brandresistenz erheblich und gewährt Immunität gegen Brandschaden durch lavabedecktes Gelände. Das heißt, wenn irgendwie mal ein Lavagebiet kommt, kann ich tatsächlich durch Feuer gehen, beziehungsweise durch Lava gehen. Okay. Okay. I take it. Dann kann ich mich dahin nochmal zurück teleportieren oder ist es jetzt tatsächlich verloren, wenn ich die Kisten da jetzt beispielsweise nicht eingesammelt habe, komme ich da jetzt nicht wieder hin? So, oh, ich will gerade was kürzer ist. Ja, hier sind Gegner, ne? Ich würde halt gerne das Ding mal, obwohl eigentlich muss ich es nicht zwingend einsetzen. Ich habe jetzt gerade keinen Nutzen davon. Oh, sind die Gegner nicht mehr da? Weil es stärkere Gegner waren? Interessant, ne, die Gegner scheinen nicht mehr da zu sein. Gut. Nochmal hallo. Ich finde die Umgebung echt schön. Also ich kann, muss ich gestehen, mit der chinesischen Mythologie recht wenig, also ich weiß sehr, sehr wenig davon und kann damit nicht allzu viel anfangen, aber ich kann halt nicht bestreiten, dass es einfach echt schön aussieht. Also auch die chinesischen Bauwerke und ne, das meine ich damit. Rüstung herstellen. Wir können schon wieder eine neue Rüstung herstellen oder was? Ja, tatsächlich. Wow, ist das schwere Rüstung. Fügt gelähmten Gegner beim Zentrum zwischen Schaden zu. Holy shit, das ist ja richtig gut. Macht 24, holy shit. Aber braucht auch Seide. Wahrscheinlich braucht ja hier auch Seide. Brandresistenz auch. Ein leichter Angriff nach Vergänglichkeit löst sofort den finalen Schlag gleich nach. Was ist denn Vergänglichkeit jetzt schon wieder? Aber das Set könnte tatsächlich ein Set werden, was mich interessiert. Das Set könnte mich tatsächlich stark interessieren. Ich überlege tatsächlich mir einfach mal so ein... Also das ist ja jetzt ein doch großes Upgrade. Ich werde den einfach mal anzuziehen. Genau, braun kann ich, glaube ich, genau, kann ich nichts. Also braun ist auch merkwürdig. Es ist ja nicht so, als könnte ich hier was braun. Ich kann hier nur meinem Trank ein Upgrade verfahren. Eine kurze Frage. Oh, man sieht die NPCs. Ja, man sieht die NPCs, wo welcher NPC ist. Okay, das ist auch gut zu wissen. Wir haben den Frosch übrigens noch gar nicht angeguckt. Da wird wahrscheinlich eine Frage, die Key-Kosten der Fertigkeit, wenn ich ihn upgrade. Key-Kosten ist alles hoch. Ist die Frage, ob ich bei ihm bleiben will. Wir haben das hier mit den Schlangen noch gar nicht probiert, mit dem Vergiften. Ich will halt nicht zu früh irgendwen jetzt einfach hier hochleveln. Ich finde den halt witzig, muss ich gestehen. Erhöht die Ausdauerkosten für... Das ergibt gar keinen Sinn. Was? Du willst mir erzählen, dass wenn ich den Frosch anlege, ich erhöhte... Ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Erhöhte Ausdauerkosten habe. Äh,
Ich würde hoffen, dass das ein Übersetzungsfehler ist, weil ansonsten ist das ja mal vollkommener Bullshit. Was passiert denn, wenn ich ein... Ich mache mal ein auf ein Upgrade. Aha, dann brauchen wir nämlich auf einmal irgendwas anderes außer Geisteressenz auch noch, nämlich Blut des Eisenstiers. Keine Ahnung, wo ich das her habe, aber ich habe schon zwei. Aber das habe ich natürlich jetzt erstmal nicht vor. Okay. Gucken wir mal. Weil jetzt sind wir nämlich bei ihm hier. Und der wirkte für mich beim letzten Mal etwas schwerer. Als jetzt mit der Mister. Ausgewichen. Ausgewichen. Zu früh. Aber hat trotzdem funktioniert. Okay. Okay. Ah, ich habe trotzdem noch Schaden bekommen. Scheiße. Oh Gott. Ich sehe nichts. Ich habe gerade ein kleines Kameraproblem. Also, literally. Ausweichen. Ausweichen. Ich trink lieber vorsichtig. Ja, genau. Super getrunken. Was da? Still think you're rock solid. Damn it. Außer. Immer noch. Oh Gott. Der kommt direkt mit der nächsten Kombo, ey. Da kann ich gar nicht rein, okay. Klar. Oh, doppelt. Natürlich doppelt. War das jetzt ein Heal von ihm? Holy shit. Das ist echt ein bisschen lächerlich. So, jetzt. Oh, holy shit. Achso, habe ich eigentlich noch Punkte zu verteilen? Nach dem letzten Kampf gegen den Goldenen? Drei. Sehr schön. Kann nicht erweckt werden, weil ich erst das hier machen muss, oder was? Was war das hier? Ja, das ist... Ja, wow. Das ist nett und gut, das kann ich aber nicht... Also, das bringt mir jetzt beim Kampf nichts. Das hier jetzt zu machen, bringt mir für den Kampf, der gerade vor mir steht, nichts. Ich könnte jetzt weiter in Stamina und in Leben reinhauen, was durchaus von Vorteil ist. Habe ich irgendwas, was mir ansonsten sprinten während Aufladen? Welche Schadensreduktion noch nur von schon verträglich? Testen wir. Mein Feuerumhang ist auch bald fertig, obwohl ich ihn eigentlich gerade aktuell nicht brauche. Why so eager to die when you come? You posed a challenge, yet know not how to fail your retreat. Zu früh, nochmal zu früh. Achso, scheiße, nicht in ihn reinlaufen. Ich hab da ein bisschen zu. Okay.
Und bam. Ah, ich hasse es, wenn er das tut. Ich krieg halt in dieser Phase richtig aufs Maul. Und treff halt auch nicht. Der hat wenigstens wehgetan. Vorsicht, kleiner. Ja. Nochmal. Nochmal. Zu früh. Okay. You have ruined everything. Schon wieder! Früh. Oh Gott. Trinken und ohne, dass du mich bitte hittest. Hast du dich echt geheilt, ne? Ich wollte ihn die ganze Zeit stunnen, ging aber nicht, weil ich ausweichen musste. Holy shit, ey. Also, die Feuergestalt, muss ich gestehen, hilft mir bei ihm irgendwie. Also, ja, ich habe ihm jetzt gerade 20% Leben mit der Feuergestalt abgezogen. Das ist okay. Ich sollte mal ganz kurz gucken, was meine Tränke eigentlich bringen. Weil die könnten mir wahrscheinlich gut helfen. Erhöht für längere Zeit die maximale Lebensbeträchtigkeit. Ja, kann ich mal reinsetzen. Den für längere Zeit den Schadenberat. Also oben und links kann ich mal einsetzen. Oben, links und rechts. Habe jetzt zwar nur einen Versuch, aber we tried. Let's see what's happening. Why so eager to die when you could be imposed a challenge, yet know not how to bail your retreat. Strike! Was? Wieso ist der sofort rausgegangen? Was? Wieso ist der sofort aus der... aus dem Stance raus? Wo bin ich? Ah, das ist jetzt nicht. Feuer. Ausdauer. Sieg über Yaogai König, König des Schwarzen Windes. Also, das Kampfsystem ist schon geil. You have some cheap tricks. Meet me at the summit if you dare. Wie? Hallo? Was soll das denn? Jetzt läuft der Pisser einfach weg. The spell he just cast may appear intricate, but it's not hard to learn.
that Black Bear's expertise is lacking. Serving Guan Yin didn't help him much. But what he left here could surely help us. Consider today your lucky day. Was macht, was? Wolkenschritt. Der Außerkorn löst sich im Nebel auf, dass mir Flucht ermöglicht, eine Gelegenheit bietet, einen hüllten Schlag aus. Oh, geil. Ich glaube, das mag ich. Nach oben. Okay. Focus and disperse, illusions traverse. You still have a lot to learn. But give yourself the time you need. Hier ist doch eine kleine Schachtel. Gib mir ein Kettchen oder sowas. Achatkrug. Plus 14. Ja, klar. Ist sicher. Ich habe nicht mal einen Punkt bekommen für was? Die Bewegungszeit im Wolkenschritt moderat. Die Dauer. Das ist schon ziemlich, also ich glaube, das könnte eine sehr starke Fähigkeit sein. Ich finde es ein bisschen affig, dass ich jetzt keinen einzigen Punkt bekommen habe dafür, dass ich den Boss besiegt habe. Entschuldigung. Oh, Weinwurm. Damit kann ich doch die 33% vielleicht zu mehr machen. Ich hoffe auf 40. Ich hoffe mal auf 40. Von 33 auf 40. Wir können das Ding 7-mal upgraden. Ist die Frage, ob das 7. Upgrade tatsächlich 100% bedeutet. Oder nicht. Aber es lohnt sich anscheinend tatsächlich, sich auch echt hier noch umzugucken. Das ist... Auch hier diese ganzen Materialien, die ich einsammeln kann. Ich habe noch keine Ahnung, wofür ich die eigentlich ein... Obwohl doch, ich war... Also, es gibt ja tatsächlich Sachen. Hier, wie zum Beispiel dieses Eisenhorn-Kiefer-Dingens, Bowmanskirchens da, womit ich jetzt meinen Geister aufwerten kann. Davon habe ich ja auch schon zwei und habe keine Ahnung, woher. Also habe ich die eventuell auch einfach durchs Looten gesammelt. Betreten? I guess? War das jetzt eine insgeheime Ladesequenz, ja? So sah es nämlich aus. Es geht hoch und runter. Schlangenkopfpilz. Vielleicht kann ich zum Beispiel mit einem Schlangenkopfpilz das, diese Schlangen upgraden, wenn ich da entsprechend rein investieren werde. Wer weiß. Wir wollen auf jeden Fall mal kurz zu unserem Freund... Wie heißt er eigentlich? Hat er uns gesagt, wie er heißt? Bin mir nicht sicher, aber gesagt hat, wie er heißt. Gehen wir zum Affen. Badumtsch. Gehen wir zu unserem... Lebenskrug-Aufwärter. Jedes Mal, ne? Ich bin immer stolz, wenn ich dann kurz weiß, wie das Ding heißt. Galgo, Gulga, Galgo, Gorgo. Golgo, Gulga. Two drops, honey. Gurden. Sheep curd. Genau. Auf wie viel? Steht das da? Mehr. Toll. Such fine brew would fit your gourd well. Okay. 3%. Jetzt rechnen wir mal. 6 mal 3 sind 18%. 18% von 3, von 36 sind 40, 52. Also wenn es dabei bleibt, dass wir immer nur 3% bekommen, dann ist es am Endeffekt tatsächlich um 52%? I hope not. Ich hoffe, es wird besser als das. Vor allen Dingen dann in den späteren Leveln. Aber wir werden es sehen. Ich muss immer noch nur das eine Ding. Drink. Drink.
Trink immer weise, ja. Hatte ich mich jetzt eigentlich schon zu dem geheimen Ort nochmal teleportiert? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Um zu gucken, ob ich noch irgendeine Belohnung für Mr. Goldie bekomme. Oder ob das Tor jetzt zu ist. Es kann auch sein, dass das Tor jetzt quasi zu ist. Aber das beantwortet meine Frage, dass wir tatsächlich hier, wenn wir irgendwie eine Kiste übersehen hätten, die auch immer noch holen könnten. Cool, ihr seid jetzt halt quasi immer noch da. Weil es geht da hinten ja irgendwie gefühlt immer noch trotzdem weiter. Weil wir wurden ja automatisch... Ah. Mhm. Es geht weiter. Alles klar. Gut, das ist, wow. Okay. Weil ich wusste doch, als ich gegen ihn gekämpft habe, sah es so aus, als würde es da weitergehen. That's kind of cheap. Aber okay. Ich nehm's hin. Muss ich ja. dann wollen wir tatsächlich außerhalb der Höhle. Und ich glaube, bevor wir jetzt ins neue Gebiet reinrennen, würde ich einen Cut machen. Ich meine, wir haben jetzt beide große Bosse jetzt gerade wieder besiegt. Wird es gerade Abend? Gibt es ein dynamisches Wetterwechsel? Ich habe echt, weiß ich nicht. Wir machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.